Gewinnt der Toro oder John Deere? Hallo liebe Spindelmeer-Freaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es endlich soweit, heute gibt es endlich den lange angekündigt und von euch hoffentlich heiß erwarteten Spindelmeer-Vergleich. Meine beiden Profimäher John Deere 2500 gegen Toro Greensmaster 3250, beides Dieselmaschinen, Dreizylinder Dieselmaschinen. Welcher Mäher ist der bessere? Welchen Mäher wird der Rasenfreak am Ende verkaufen? Ihr werdet heute sehen, dass der Rasen nicht optimal ist. Ich habe jetzt überall noch ein paar Trockenstellen und vor allen Dingen auch eine ganze Reihe von bräunlichen Stellen. Ich lasse gerade die Poa Anua verhungern. Ja, genau. Ihr habt mein Video Homecoming gesehen. Da habe ich genau erklärt, wie man die Poa Anua reduzieren. Und da greift mich mein Nachbar an. Ja. Nein. Da ein Rasenfreak am Start hier. Die Nachbarschaft ist dabei. Da haut er wieder ab. Gut, dass er nicht nackt ist. Wir werden anfangen mit dem Mähbild. Dann kommt das ganz, ganz, ganz wichtige Thema Geländegängigkeit. Ich habe ja einen relativ hügeligen Rasen, ein relativ hügeliges Grundstück mit Wellen, mit Schrägen. Und da schauen wir mal, wie die beiden Mäher dann im Vergleich drüber wegkommen und natürlich auch jeden Grashalm noch abmähen. Wird ganz spannend. Dann haben wir als nächsten Punkt, ich habe extra einen Zettel geschrieben, ja, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit. Dann Akustik. Ich finde Akustik ganz wichtig. Ne? Mäher sind laut. Da bin ich mal sehr interessant. Ich habe extra so eine App runtergeladen, um die Akustik, die Geräuschentwicklung zu messen in Dezibel. Sehr gespannt, ne? Vorbeifahrgeräusch, Fahrgeräusch, ganz, ganz heißes Thema. So, dann haben wir noch ein bisschen Technik, ne? Technikvergleich, was sind so die technischen Highlights der beiden Maschinen. Und am Ende, last but not least, ist es natürlich die Frage Preis, Wiederverkaufswert und vor allem auch Beliebtheit im Gebrauchtmarkt. Denn die Dinger sind ja beide uralt, weit über 10 Jahre alt und ich würde das mal gerne mit ganz neuen Geräten machen. Das wäre mal cool, ne? Toro und John Deere. Hier ist der Rasenfreak auf YouTube. Wo sind eure neuen Maschinen? Ja, das wäre echt cool. Ja, aber das glaube ich nicht. Alles gut. Gewinnt der Toro oder John Deere? Ja, Freaks, der für mich gewaltigste und entscheidendste Unterschied zwischen Toro und John Deere sind die Spindeln. Die Spindeln und die Spindelaufhängung. Da trennt sich Spreu vom Weizen. Schauen wir das mal auf den John Deere. Korbentnahme. Zack. Toro. Korbentnahme. Zwei Griffe, ein Griff. Bügel, hier solche Dorne, wo der Korb aufgesteckt wird. Ich muss immer dazu sagen, das sind natürlich alte Mäher, 13 Jahre alt und 15 Jahre alt, also beide Mäher schon ziemlich alt. Die Technologie für diese ganzen Körbe und Aufnahmen hat sich natürlich weiterentwickelt. Die modernen Mäher sind heute anders. Wir reden ja hier davon, was kann ich mir als Privatmann, als privater Rasenfreak leisten. Diese Maschinen sind auch mit dem Alter immer noch super, aber eben nicht mehr Stand der Technik. Der ganz große Unterschied zwischen Toro und John Deere ist das Aufnehmen und Halten des Fangkorbes. Wir haben hier beim Toro ein Viergelenk, das heißt, die Spindel ist komplett entkoppelt von der Aufhängung
des Fangkorbes. Der Korb hängt hier. Der Korb hängt hier auf diesem Bügel drauf und die Spindel ist davon unabhängig. Die Spindel vom Toro wird hinterhergezogen über diese Zugstangen und wird oben nur frei von diesem Haken gehalten. Der nächste große Unterschied ist die Rolle. Wir haben hier eine profilierte Rolle. Das haben wir beim John Deere nicht. Hätte ich auch beim John Deere gerne. So eine Rolle kostet aber ein wahnsinniges Geld. Und der Durchmesser der Rollen ist deutlich größer als beim John Deere. Beide haben eine 11-Messerspindel. Das ist der Standard für Golfplatz Grünsmeer. Sehr schön hier das Druckgussgehäuse. Ein wunderbares Druckgussgehäuse. Ganz solide konstruiert. Könnt ihr nochmal angucken, wie ich die Spindel zusammengebaut habe. Eine super solide, ganz einfach einzustellende Technik. Hat mich total begeistert. Auch hinten der Antrieb der Putzrolle hier, dieser Bürste, der Antrieb dieser Walzenbürste ist wesentlich besser gelöst mit dem Riemenantrieb und nicht mit dem Zahnradantrieb. Läuft viel leiser, die Spindel läuft viel leiser als beim John Deere. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Der größte Unterschied zum Toro ist die Aufnahme und die Lagerung der Spindel. Toro zieht die Spindel über einen Bügel hinterher. Der Bügel wird mit zwei Zugstreben mit der Spindel verbunden und hier hängt die Spindel auch an einem Bügel. Aber hier ist die Spindel über eine Kugel gelagert und in allen Richtungen frei bewegbar. Das heißt, die Spindel kann komplett jede Geländeform, jede Bodenunebenheit ausgleichen. Sie ist in allen Richtungen völlig frei und drehbar gelagert. Das hat Vor- und Nachteile. Das werdet ihr nachher sehen in den Vergleichen über Hügel oder an Schrägen zu fahren. Das ist ein ganz krasser Unterschied. Der John Deere hat eine kleinere Rolle als der Toro. Eine glatte Rolle, nicht geriffelt. Glatt ist bei Golfplatz Grüns besser als geriffelt. Geriffelt ist bei höherem Gras besser, weil das Gras dann nicht so stark platt gedrückt wird. Ja, dann hier die Bügeltechnik für den Fangkorb. Auch hier hat der John Deere eine 11-Messerspindel, also völlig vergleichbar zum Toro. Der John Deere hat hier ein Stahlrohrgehäuse, kein Druckgussgehäuse. Alles in Blechen und Rohren zusammengeschweißt. Seitlich hat er für die Bürste hinten einen Zahnradantrieb. Könnt ihr euch mal in meinen alten Videos angucken zum John Deere, wie jetzt hier dieser Zahnradantrieb aufgebaut ist. Der ganze Zahnrad- und Spindelantrieb ist deutlich lauter als beim Toro. Hier hat akustisch der John Deere aus meiner Sicht einen großen Nachteil. Messen wir doch mal schnell die Gesamtbreite, also die maximale Breite des Mähers. Das ist hier von Deckel zu Deckel. Ich peile mal ungefähr 187 cm ist die Gesamtbreite. Schauen wir uns mal den Toro an. Also wir haben so eine Breite hier gepeilt, ungefähr 178 cm. Der Toro hat eine maximale Breite von 178 cm hier von Deckel zu Deckel. Was ich bei dieser Spindel auch wirklich klasse finde beim Toro, ist, dass wenn die Spindel angehoben ist, also in der Fahrposition, in der Transportposition, dass diese Spindel fest ist. Die bewegt sich nicht, die wird festgehalten, die wackelt nicht, die schwingt nicht hin und her, die sitzt fest und ist auch vom Abstand her zum Boden schön hoch. Da kann man problemlos über alles rüberfahren. Die setzt nirgends auf, die schwingt nicht rum. Das ist beim, hier ist ein bisschen Dreck, das ist hier beim Toro richtig gut gelöst. Was ich bei dieser John Deere Spindelaufhängung überhaupt nicht schön finde, ist, dass die Spindel sich in der angehobenen Position, in der Fahrposition immer noch sehr stark bewegen kann. Die schwingt hier hin und her und man sieht hier, dass sie auch dann hier sehr leicht aufsetzt, hier am Deckel, auf dem Boden. Und da ist auch der Deckel schon richtig abgeschliffen. Damit die Spindel sehr gut über Bodenunebenheiten läuft, muss man hier die Kette
in das letzte Glied hängen. Man kann sie auch höher hängen, aber dann wird sehr schnell die Spindel ausgehoben, wenn man über Wellen fährt. Weil ich ja ein sehr stark welliges Grundstück habe, habe ich die Spindel hier in das äußerste Kettenglied gehängt. Und deswegen hängt sie hinten auch so tief runter. Das heißt, man muss sehr aufpassen, wenn man irgendwo rüber fährt, dass hinten die Spindel beim Fahren nicht aufsetzt. Eine der, wie ich finde, interessantesten Unterschiede zwischen Toro und John Deere ist die Position der hinteren Spindel. Da seht ihr die hintere Spindel, da ist sie. Beim John Deere ist die Spindel weit hinter der Radmitte der vorderen Räder. Beim Toro sitzt die Spindel fast zwischen den Rädern. Toro erreicht das, indem Toro die vordere Spurweite sehr breit gemacht hat. Ich habe das mal jetzt hier gemessen. Toro hat eine Spurweite von 154 cm. John Deere hat von Außenkante zu Außenkante Reifen gemessen eine Spurweite von 127 cm. Damit passt die Spindel nicht zwischen die Räder und deshalb muss die Spindel hinter den Vorderrädern sitzen. Das sieht man auch sehr deutlich. Der Toro, der steht so richtig breit wie so ein Rennwagen auf seinen Vorderrädern, während der John Deere so relativ schmal und zusammengedrückt vorne wirkt. Großer Vorteil, man kann die Spindel möglichst dicht an die Radmitte der Vorderräder ranziehen. Und das heißt, wenn die Vorderräder über irgendwelche Wellen rüberrollen, wird die Spindel relativ gut nachgezogen und hebt nicht so schnell ab. Der große Unterschied ist hier auch noch, dass man dadurch den Fangkorb vorne aus der Mitte nehmen kann. Ja, man greift hier schön einfach rein und kann den Korb so rausnehmen. Das ist, ich finde, das ist wirklich super einfach. Um jetzt hier den Fangkorb zu entnehmen, muss man den Bügel runter hängen und den Fangkorb rausnehmen. Ein großer Nachteil ist, dass man hier sehr, sehr schlecht an die Spindel rankommt, wenn man zum Beispiel die Schnittqualität der hinteren Spindel überprüfen will, wenn man mit so einem Papierstreifen schauen will, wie gut schneidet denn eigentlich das Messer noch. Das ist sehr umständlich, da kommt man also wirklich kaum ran. Also man kommt weder von vorne durch das Loch richtig gut ran, noch hier von der Seite. Da müsste man eigentlich die Maschine hochfahren oder auch so Auffahrböcke rauffahren. Das überlege ich jetzt noch, mir zwei solche Backböcke zu kaufen, um den Toro hier vernünftig warten zu können. Ja, die Spindeln sind unter. Der Haken hier zum Hochnehmen der Spindel, der ist ganz locker und frei. Das heißt, jetzt kann die Spindel auch sich bewegen, hoch und runter bewegen. Hier wird der Haken nicht behindern. Was ich total spannend finde, dass die Spindel nicht zur Seite dreht. Die Spindel verdreht sich nicht beim Mähen. Wenn man jetzt also um eine Kurve fährt, dann bleibt die Spindel immer parallel zum Mäher und kippt nicht so weg. Der Riesenvorteil ist hier, dass die Spindel nicht gegen die Räder kommt. Das ist beim John Deere ganz anders. Zündung an, zack. Ja, jetzt sind die Spindeln unten. Und jetzt kann man nochmal schön sehen, wie sich die Spindel eben bewegt. Sie kann sich jetzt richtig hier so stark, die Spindel kann so stark verdrehen bei Kurvenfahrt und hinten, kann ich gleich auch noch mal zeigen, sieht man dann, wie bei extremer Kurvenfahrt die hintere Spindel gegen das Hinterrad kommt. Bei dem vorderen passiert das nicht so leicht, aber man sieht eben gerade nicht hinten die Spindel. Und deswegen kann das einem passieren, wenn man nicht vorher die Spindeln anhebt. Ich habe jetzt die Spindel abgesenkt und jetzt lässt sich die Spindel halt verdrehen. So. Und wenn ich jetzt noch den Motor anmache,
hier sieht man jetzt sehr schön, wie die Spindel hier hinten gegen das Rad stößt bei sehr starker Kurvenfahrt. Und das ist leider ein Problem, ist mir schon ein paar Mal passiert, meiner Frau auch. Also enge Kurven mit heruntergelassener Spindel geht beim John Deere gar nicht. Für mich der größte Nachteil zum Toro, deswegen kriegt der John Deere hier einen Punktabzug. Jetzt kommen wir zur nächsten Disziplin, Ergonomie. Wie unterscheiden sich diese beiden Mäher ergonomisch? Der John Deere ist von der Sitzposition deutlich höher als der Toro. Dazu werde ich jetzt mal mein hochgenaues Messinstrument verwenden. Wir messen erstmal ungefähr da, so wo der Hintern sitzt. Dann haben wir hier so 2,5, ja, 2 Zentimeter. Ja. 85,5 minus 2,5 sind 83 cm. Jetzt schauen wir mal, wie hoch sitzt man im Toro über dem Boden. So, das sind jetzt hier 6 cm und jetzt haben wir 86. Das heißt, wir sitzen 80 cm, genau da, wo der Hintern liegt, sitzen wir 80 cm über dem Boden. Sehr schön. Ja, das Lenkrad ist in der Neigung verstellbar. Ich fahre gerne immer das Lenkrad schön runtergestellt, liegt wunderbar in der Hand. Der Sitz hat auch eine Längsverstellung, also einmal ganz vorne und dann ganz hinten. Er ist leicht schräg angeordnet, die Sitzhöhenverstellung. Das heißt, man rutscht so ein bisschen höher, wenn man den Sitz nach hinten schiebt. Das ganze Panel hier, das fährt mit. Finde ich ganz cool. Das heißt, die Ergonomie zu den Instrumenten hier bleibt immer gleich. Man hat von hier oben einen sehr, sehr schönen Überblick. Man sieht wunderbar auf die Spindelkörbe. Man kann sehr schön peilen, wo ist die Kante, an der man entlang mähen muss. Das gefällt mir so von der ganzen, das gefällt mir vom ganzen Überblick wirklich fantastisch. Super. Das Lenkrad ist auch in der Höhe verstellbar, hier über ein Drehgelenk. Man löst hier einen Hebel und kann das Lenkrad ganz runterstellen und so hochstellen. Das ist die höchste Position. Das Lenkrad ist viel mehr vor der Nase, vorm Gesicht, ist relativ hoch, sehr stark oben angebunden. Das Lenkrad und der Bügel hier vom Lenkrad versperren auch die freie Sicht auf die Fangkörbe, auf die Spindeln. Links ist es noch ganz okay, rechts muss man sich so ein bisschen rüber beugen, um sehr gut die Mähkante zu sehen und die Linie einzuhalten. Man gewöhnt sich dran, ist okay. Ist okay, aber ich finde es nicht optimal. Der Toro hat auch eine Sitzlängsverstellung. Da kann man auch in einem gewissen Bereich den Sitz vor- und zurückschieben. Es gibt hier noch 2 Schraubpositionen. Für lange Leute mit langen Beinen kann man den Sitz noch mal so um also 40 mm, 4 cm nach hinten versetzen. Aber da ich so kurz bin, ist die vordere Sitzposition für mich gut. Ich würde sogar, ja, so. Von der Anordnung der Pedale ist der Toro auch völlig in Ordnung. Wunderbar, kann man gut mitfahren. Fazit: John Deere gewinnt. Ergonomisch ist der John Deere wirklich besser, übersichtlicher, besser einzustellen, besser zu bedienen. Das liegt alles besser in der Hand. Da hat John Deere ganz klar gewonnen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wer hat gewonnen? Ja, jeder hat hier Vor- und Nachteile. Ich habe einen heimlichen Favoriten, verrate ich euch nicht. Ich denke, ihr wisst, wer mein Favorit ist. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.